Ja, da sind wir wieder. Oh, und hallo Lucius. Moin. Wenn du etwas Zeit hast, moin, könntest du auf der Kassette meiner Band suchen. Ich moin kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Kassette, Rasette, Marette, Fadette, nö. Aber ich weiß, wo sie ist, ich weiß, wo sie ist, ich weiß, wo sie ist. Wir kommen ja immer noch nicht an unser Ghetto-Bike dran. Ey, da ist ja meine Fotze wieder. Sei vorsichtig, Lucius. Das war toll. Ja. Ja, das war teuer. Nee, hier nicht. Scheiße, wir waren doch richtig. Geil. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Ich will mir die scheiß Fresse spritzen lassen. Ja. Naja, gut. Dum-dum-dum. Oh, halt deine Fresse, ey. Ich laufe, glaube ich, jetzt doch ein bisschen planlos durch die Gegend. Nein, hier und dann hier. Dann hier, hier lagern. Oh, hier hat mir ein Nigger was gesagt, dass sie hier sein sollte. Oder habe ich das schon im Inventar? Nö. Ich bin ein bisschen überfragt, wie... keine Ahnung, bam. Okay. So, es sind jetzt bestimmt schon Stunden vergangen. Ich habe nämlich jetzt einen kleinen Sprung gemacht, um die Kassette zu finden und... ja, ich bin nämlich schon 10-mal durchs Haus gelaufen und... hier ist er. Fickt euch alle. Scheißspiel. Mir wurde gesagt von meinem Nigger, dass es in dem Zimmer ist. Wo sind sie? Nö, ist ja nicht im Zimmer. Nö. Mi. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal den Hurensohn da weglocken. Oh ja. Leute, das geht sogar. Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Lol. Okay. Hallo, Junge. Hier liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. Hast du sie gesehen? Ja, ich hab sie dir gerade in die Hand gedrückt. Ach, kleiner Spaß. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören? Hör zu. Hauptsache, er sieht nicht, dass ich ihm seinen ganzen Scheiß klaue.
Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Schnüffel an deinem Scheißtuch. Komm, schnüffel, schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Ist das aber gar nicht unmächtig? Oh ja, schnüffel, schnüffel, schnüffel. Ja. Oh ja. Oh ja. Jetzt können wir uns mal in Will. Hallo. Oh, jetzt ist es schön warm hier, wa? Ein Auto. Raping time. Lusche ist auch geil. Oh ja, Michael. Hat er mich jetzt gebackt? Er hat mich gebackt. Er hat mich wirklich gebackt. Er hat mich gebackt. Ja, ich bin immer noch gebackt. Ich konnte den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt und will. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und hab die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich hab wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Aha, Noob. Voll in seine Scheißfresse. Hallo? Hallo? Schön mit Benzin. Oh ja, schön mit... Oh ja. Oh Gott. Und nu? Ist ja jetzt noch schwärzer als sonst. Nein. Lol, das war jetzt richtig. Ja, die sind tatsächlich da. Oh, kleiner Rabauka, ey. Versteckt sich erstmal dreist. Gebratenes Hähnchen. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt.
Brains? Oh, meine Note. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Ich dachte, der wäre 6. Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Woher weiß er das denn auf einmal? Dass es angeblich nicht deren Sohn ist. Flamme deine Schuhe getötet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Meine Mutter Nancy, mein sogenannter Vater, kommt mir auf die Schliche. Er und Mutter hatten einen Streit und jetzt sitzt sie einfach im Garten, während mein Vater Beweise gegen mich sucht. Es tut mir leid, Mama. Deine Zeit ist gekommen. Ach nö, das machen wir im nächsten Part, Sia Bitches.